Es war eine Premiere, die auch außerhalb Sachsens für Aufsehen sorgte. Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Fernsehens durften Kinder ein Nachrichtenmagazin übernehmen, den Sachsenspiegel am gestrigen Kindertag. Gleich nach der Sendung meldeten sich die Zuschauer mit Glückwünschen. Und glücklich waren auch die Kinder über das, was sie geschafft hatten. Tschüss! Die Sendung zu Ende, noch einmal winken alle 30 Fernsehkinder in die Kamera. Für einen Tag waren sie Reporter, Moderatorin und Wetterfee. Jetzt sind alle froh, dass sie es geschafft haben, ausruhen vor dem Studio. Fürs Fernsehen zu arbeiten macht Spaß, aber es kann auch anstrengend sein. Dann, wie bei den Profis, noch eine kurze Konferenz, um die Sendung auszuwerten. Die meisten sind zufrieden mit sich. Ich habe mir das viel hektischer vorgestellt. Das ist dir noch hektischer vorgestellt. Oh, neben mir drin. Aber vielleicht, das kommt immer darauf an, wie professionell und gut die Kollegen sind. Und wenn ihr die Stücke und die Themen, die ihr hattet, alle so bearbeitet habt und euren Job so gemacht habt, wie das laufen soll, dann ist es vielleicht immer nicht so hektisch. Und professionell waren sie, die Nachwuchstalente. Alle Beiträge des MDR Kindersachsenspiegel entstanden unter Mitwirkung von Kindern. Viele Ideen für Themen entstanden mit ihnen. Die gesamte Sendung wurde von Kindern gesprochen und präsentiert. Und, wie fandst du's? Ich hätte ein bisschen was anderes gemacht. Nach der Sendung. Alle werden von ihren Eltern abgeholt. Zum Fernsehen wollen spätestens seit heute die meisten. Weil das Spaß macht und weil ich viel rede und da kann ich reden wie ein Wasserfall. Mein Traumberuf wäre natürlich Pilot, aber wenn das nicht klappt, natürlich würde ich gerne Reporter werden. Das könnte sogar ganz schnell gehen. Den nächsten MDR Kindersachsenspiegel gibt es vielleicht schon im nächsten Jahr. Die Fans von Dynamo Dresden.